have learned Gott, much. Wie das aussieht. Despite your general ignorance, you have been of use to me. Was? Ignoranz? Good job. No matter how many bug snacks I become, my body feels no different. Is there a threshold of crumpiness? Grumpeligkeit. Every cell of my body is bug snacks. Will I remain floofy fizzle bean? Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei den heutigen zwei Folgen Bugsnax. Und zwar wollte Flufti, der Wissenschaftler hier in der Blubberbucht, dass wir jetzt ein weiteres Experiment durchführen. Unter anderem sollen wir Gliedmaßen einmal mit einer Kokobill-Blutbananehüpfer und einen RT verwandeln und aber auch einen Ramelow. Wie gut, dass wir den Ramelow, den wir gefangen haben, tatsächlich ja schon wieder verfüttert haben. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an die Taktik, die wir dazu eingesetzt haben. Und mit der schaffen wir das bestimmt auch ziemlich easy. Das war ja jetzt gar nicht so schwierig. Also, wir hatten hier den RT genommen. Und mit Käsesoße. Wow. Nein! 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 Gib es her! Gib es her! Es ist meins! Ah, verdammt! Ah, also so funktioniert das schon wieder nicht. Meins! Meins, meins, meins! Also, machen wir das ein bisschen weiter vor. Und ich sage gerade noch, ne? Es ist doch einfacher. Ja, ja, so viel dazu. Also, müssen ein bisschen aufpassen, dass es uns nicht wegfängt. Also, pass auf. Warum die Nudelsuppe auch immer auf Käse steht, keine Ahnung. Ach nee, es macht sie doch. Ich wollte gerade sagen. Lala. Sie muss ja einfach nur ins Wasser rein. Eis dürfte jetzt hinter uns keins mehr sein. Siehst du, die Reichweite bei ihm reicht jetzt doch deutlich weiter aus. Wir haben manche Sachen... Ah, lösch es nicht. Lösch es nicht. Ach, dumm. Das habe ich nicht bedacht. Dass wir diese dämliche Limo haben, die uns alles rauslöscht. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja! Nudle. Du doofes Ding, du. Oh nein. Oh, was da drüben. Blödes Ding. Alles rausgelöscht. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. So, Flufti, lass uns essen. Das heißt, was dürfen wir nicht wegmachen? Also wir dürfen die Kokomilbar nicht wegmachen. Blutbananehüpfer und Erd, die dürfen wir auch nicht wegmachen. Deswegen würde ich es jetzt ans linke Bein machen. Nudle. Da ist noch gelb. Ursus, gib mir dein linkes Bein. Geht nicht? Dann machen wir die Zähne. Komm, dann machen wir die Zähne. Yes. I have learned Gott, much. Wie das aussieht. Despite your general ignorance, you have been of use to me. Was? Ignoranz? Good job. No matter how many bug snacks I become, my body feels no different. Is there a threshold of crumpiness? Grumpeligkeit. When every cell of my body is bug snacks, will I remain floofy fizzle bean? Or will I simply be bug snacks right down to the taste? I must find out. Aber wie kann man denn mit der Kokosnuss an der Hand schreiben? The answers won't come to me without further testing. However, I have exhausted my research here. I will experiment on Stuxburg. Ja! meinst du nicht Experimente in Naschingen? I look forward to working with you further. Ich freue mich ja drauf zu sehen, was passiert, wenn er hier mit dem Grumpinaten-Verfechter irgendwie auf einen gemeinsamen Punkt trifft. Aber geil! So, wir haben den nächsten nach Hause geführt. Ah, Kokomilbei.
Und es rennt uns jetzt immer noch hinterher. Hartnäckiges, kleines Kokosnussding. Zack. Oder war es weg? Also, gehen wir jetzt vielleicht auch mal danach schingen und schau mal, was so geht. Geil, es werden immer mehr. Es werden einfach immer mehr. Es werden immer mehr. Ich habe so viel doofes Eis. Ja, nee, ich lasse es mal noch in der Tasche. Man weiß ja nie, ob man einem ausgehungerten Grumpus begegnet, der vielleicht sagt, fütter mich. Und dann hast du keinen Snack in der Tasche. Es ist immer gut, einen kleinen Snack in der Tasche zu haben. So, spannende Frage. Wo wohnt er denn? Hier wohnt Wiggle. How's it going? Stehe mir nicht im Weg. Floofty. Snoppington. Tja, haben wir es. So, you've slithered back into town. Up to another Grumpinati scheme. I'm not participating in your delusions, brother. Geschwister! Ja, das erklärt alles. Spy games when you could be assisting my research. I'm never assisting you again. Und Bethika. But if you find your moral compass and stop working for the man. Oh, please. Don't try to dress up your cowardice. I'm no coward. You still haven't told the green meathead how you feel. But whether that's different, don't try to confuse the issue. I thought so. Leave me to my business and I'll leave you to yours. Also, zwei Brüder, die sich offensichtlich streiten. Aber guck mal, wer ist da schon am Rumschnüffeln? Natürlich, weiße Bude gerade mal hergerichtet und Bevika steht drin. Hey. Da bist du schon wieder am Rumschnüffeln. That monster Grumpus thing is still on the loose. Be careful out there, bestie. Later. So, also. Mach jetzt nicht schon wieder Fotos von mir. Erzähl mir lieber, hast du irgendwas gefunden? Ach, leck mich doch. Bist doch doof. How are you today? How's it going? How's it going? Du hast darauf geschlagen, das Ei auf dem Kopf. Okay, pass auf. Well met. Oh, wir können jetzt, ja, wir können jetzt das Interview machen. I am not here to spew gossip for that obnoxious rag you call a newspaper. Ich möchte vom klügsten Grumpus in der Stadt hören. Very well. If you insist, I will educate you. Also, Interview beginnen. Wer bist du? I am Floofty Fizzlebean, Bunzenplop. The world's first gastroentomologist. Ah, what? Warum bist du auf die Insel Schleckum gekommen? To study bug snacks, obviously. Der ist genauso arrogant. Also die Arroganz liegt bei euch in den Genen, oder? Aber du wusstest doch nicht, was Bugsnacks sind, bis du herkamst. When Elizabeth Megafig was recruiting for her cult of personality, I observed something strange about her arm. She was keeping it hidden, but she displayed early stages of snackification. Snackification. That piqued my interest. Okay. Was hältst du? Oder nein, was genau ist ein Gastroentomologe? In baby language, I study bug snacks and their effect on grumpuses. Ah, ah, ah. Du bist so ein arrogantes Arschloch. Was hältst du eigentlich von bug snacks? You are asking for opinions instead of facts. I'm not going to discuss my feelings with you. Emotional parasite. Emotionaler Parasit? Every time I try to publish my groundbreaking research, you journalists instead churn out slander about my dangerous methods or my questionable behavior. Stop editorializing and focus on the science. Focus, focus. Wieso hast du die Stadt verlassen? I simply wanted to continue my work, Agabel or no, but Shelda blamed me for the disappearances. I'm no stranger to witch hunts. I vacated before the pitchforks could come out. Stimmt es, dass du Grumpusse isst? Don't be ridiculous. I've only eaten Kannibale! Wieso liegt da ein abgetrenntes Bein in deiner Hütte? Would you prefer I keep my severed leg in the outhouse? Weißt du irgendwas über Lisbeth? The truth. Elizabeth was an arrogant coward, unlike Agabel. Was ist mit Agabel?
Igabel truly understood my research. She was hungry to participate in it. Our work together was fruitful, even pleasant, until somebody interfered. Wer hat sich eingemischt? Shelder. That mummified fraud stoked Elizabeth's fear of my work, weaponizing her relationship to Igabel, scrambling her fragile emotions and fabricating a binary choice between myself and Elizabeth. Okay, also was ist passiert? Ultimately, Agabelle chose sentiment over science. And I surmise that was the death of her. Irgendwelche letzten Anmerkungen? Yes. I have the password to Agabelle's personal storage box. It may be of interest to you. Gib das her. You've wasted enough of my time now. Leave. Flufti hat dir einen geheimnisvollen Schlüssel gegeben. Schau in deinem Logbuch nach Details. Also der ist ja hochgradig unsympathisch. Der ist ja fast noch unsympathischer als sein Bruder. Eieiei. Okay, also, wo finde ich denn das? Da. Hat mir ziemlich herablassend diesen Schlüssel gegeben. Er scheint zu einer geheimnisvollen Kiste zu gehören. Da werden wir jetzt mal gucken. Aber warum hat er den Schlüssel, ist die Frage. Zudem ist es nicht. Gibt es irgendwo noch eine Truhe? Die haben wir ja auch schon. Oder gibt es noch irgendwo eine Truhe, die ich so jetzt nicht gefunden habe? Eine Truhe. Ich weiß tatsächlich nicht, zu welcher Truhe die passen soll. Aber bei dem möchte ich ja nachts irgendwie mal gucken. Aber wo liegt denn hier ein abgetrenntes Bein? Ah, hör doch auf, so viele Bilder zu machen, Mann. Das ist ja mega unangenehm. Irgendwo soll noch eine Truhe sein. Oh, hello. Hello. Und der scheint offensichtlich auf den Chandler zu stehen, wenn ich das richtig rausbekommen habe. Und wir brauchen noch Käsesoße. Hey, how's it going? Na, ich habe einen Schlüssel bekommen und ich weiß nicht, wofür er ist. Gibt's hier noch irgendwo Truhen? Keine Ahnung. Also, wir werden jetzt aber gucken. Irgendwie hatte er jetzt noch eine Quest. Baffica wird bestimmt irgendwann mal wieder gucken, was er nachts treibt. Aber da sind wir doch nicht. Was genau hast du vor? Ah, you're here. I have need of your assistance again. Okay. Since my last discovery, I've been testing the limits of Bugsnack regeneration. Unfortunately, I've done all I can with this one leg. I want to try something rather more advanced. Put simply, I'm going to remove my head. Wie bitte? Pardon me, I forgot your limitations. Remove as in cut off. Head as in the thinky part. And I am reasonably certain that Bugsnax will regrow it in its entirety. Du bist ja völlig übergeschnappt. Indeed. Perhaps I could do something more measured if I had a full team, funding and a great deal more subjects. But as usual, nobody's volunteering. Ja, ich kann Freiwillige finden, nein. Very well. You're welcome to try. Freiwillige gesucht, bitte Grumpus und Flufti zu helfen. Acht, so viel habe ich doch hier gar nicht, oder? Niemals, never. Oh mein Gott, What? Hilfst du bei Fluftys Experiment? After what they put Agabelle through? No way, bro. Die sagen wahrscheinlich alle nein. Okay, dich habe ich schon gefragt. Aber haben wir überhaupt acht? Auch dich frage ich. Nice to see you. Ja, Oh, well, Floofy's fun to gab with, but their methods are pretty extreme. Ich finde die Farben einfach geil. Gut, das war Nummer zwei. Oh, wir müssen echt gucken, dass wir uns jetzt merken, wen wir gefragt haben und wen nicht. Da, ihn haben wir noch nicht gefragt. Well. Absolutely not. Whatever scheme my sibling put you up ich to, weiß. It certainly won't end well. Ich muss euch trotzdem jetzt alle fragen. Ich weiß gar nicht, ob ihr so viele habt zum Fragen. Halt! Hey, but I don't think I'd be any ja, help ja, ist die in richtige that Antwort. Department. Find ich gut. Floofy said I was about as useful as a beaker without a bottom. Doch. Ja, weiß ich nicht, ob wir auf so viele kommen. Müssen wir mal gucken. Den haben wir noch. Wimbus. No. No. Okay, drei noch. Haben wir so viele? How are you today? What are you looking at? Streitet euch nicht. What are you kidding me, pal?
Unlike my organs, where they are. Thank you very much. Oh, ich weiß nicht, ob wir auf so viele kommen. Chendo. Ach, doch, natürlich. Wir haben sogar mehr als. No, thanks. That Floofty shows up in my nightmares. Always watching me. Das verstehe ich. Und du? Darling, they once called me a vociferous profligate. Ah, mich hätte interessiert, was Beffika sagt. I'm terribly insulted, though I have no idea what that even means. Beleidigen wollte ich dich jetzt eigentlich gar nicht, aber du hast einfach das geilste Outfit, ne? Also Beffika hätte mich jetzt interessiert, was sie sagt, aber die ist einfach schon wieder verschwunden. Ach nö. Nothing like a campfire. Aber jetzt nicht schon wieder hier Horror in der Nacht, oder? Wo ist denn Floofty hin? Muss er jetzt erstmal kacken? Here's to a hard day's work. Ich glaube ja. Floofty macht jetzt erstmal. Have to double check my notes. Versteckt jetzt sein Bein im Klo. Nee, keine Ahnung. Also, wie wäre jetzt das bewarten? Der sich ausgekackt hat? So, my friend. What? Keine Freiwilligen. As expected. My name alone is enough to frighten them off. Ja, ich weiß, er ist arschig. Eigentlich sollte man hier mit "Du hast es verdient" antworten, aber so sind wir nicht. Stört dich das? Hardly. It's not me they're truly afraid of. They give in to cowardice and ignorance because they cannot fathom the tremendous good that my research can do. Since I have failed time and again to change their minds, the burden rests on me to complete the work. Perhaps then they will understand its value. As for you, I require enough bug snacks to fully transform my body. Only the sweetest and most filling will be acceptable. Wieso das? Consider it a personal request. This could be my last meal after all. Okay. Transformiere Floofty komplett. Pass auf, ja, das können wir machen. Also, lass uns essen. Jetzt genau kommen die nämlich hier. Yum, yum, yum. Ach, gar nicht wahr, die Zähne hatten wir ja schon. So, pass auf. Was fehlt denn noch? Haben wir nicht alles schon? Nee, haben wir noch nicht. Der Kopf fehlt noch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die schönen Haare. Die Nase. Und. Ah, uns fehlt noch einer, ne? Einer fehlt noch. Das wäre den, den wir theoretisch gehabt hätten. Ich hab fast Bock, dem jetzt doch ein Eisstäbchen. Wobei, können wir das nicht mit dem Snacks. Warte mal. Lass uns essen. Ich habe eine Idee. Wir können doch eigentlich. Ah, guck mal, so funktioniert das nicht. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt noch eins fangen. Ja, das ist ja kein Problem. Ich glaube, ich hätte jetzt Bock, tatsächlich noch so ein Eis zu fangen und ihm noch so ein Eis zu verpassen. Das ist einfach jetzt eine willkürliche Auswahl an Snacks. Siehste, gut, dass ich die nicht aus der Tasche rausgeschmissen habe. Habe ich nicht gesagt, dass es immer gut ist, irgendwie noch einen Snack in der Tasche zu haben? Man weiß ja nie, wer plötzlich sagt, ich habe Hunger. Gib mir einen Snack. Ach, es ist so romantisch. Ja, ich weiß. Ich könnte jetzt viel, viel mehr hier auf den Weg fangen. Aber jetzt haben wir ihm so viele Stiele ins Gesicht reingejagt. Ich meine, da können wir ja auch ein bisschen perfektionistisch vorgehen. Und der ja so schwierig ist, das Eis ja jetzt nicht zu fangen. Es folgt uns ja und das holen wir. Und wenn das nicht klappt, dann können wir immer noch irgendwie eine Quibble oder irgendwas anderes fangen. So, komm mit. Eis, Eis, Eis. Komm mit. Ah. Oh, warum ist der so schnell? Ah, ich wusste gar nicht, dass er auch rückwärts rennen kann. 4, 3, 2, 1 und. Zack! Komm, wir nehmen noch eins mehr mit. Paletas! Alles Paletti, Paletos! Aber der würde jetzt wahrscheinlich gleich pennen gehen, ne? Ja. So, laufen wir zurück. Er hört immer zwischendurch auf zu rennen.
Ich habe ja die Funktion, dass ich auf Rennen gehen kann, aber irgendwie habe ich den Eindruck, an manchen Stellen hat er keinen Bock zu rennen. Egal, nicht so schlimm. Und wir müssen auch noch mal in dieses Schneegebiet reinlaufen. Da war ja, glaube ich, auch noch ein großer Snack, der uns fehlt. So, jetzt ist die Frage, wo finden wir ihn? Wo finden wir ihn? Bethika ist am seltensten in ihrer eigenen Bude, kann das sein? So, vielleicht da hinten. Ah, oh, nee, sag nicht, der schläft. Aber wir können ihn ja wecken. Aufstehen! Ah. Greetings. Lass uns essen. Paletas. Paletas. Unbelievable. Unbelievable. So. Oh, es ist immer noch nicht. Ah, warte mal, der Körper fehlt noch. Lass uns essen. Paletas. Yum, 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 yum. Intriguing. Oh mein Gott, wie gut sieht das denn Very aus? Good. You're actually being useful. I have all the preparations to make. Experiment will begin in 24 hours. Jetzt habe ich Angst. Oh mein Gott. So my open mouth. That's triggering my regeneration. Woher weißt du, dass das funktioniert? I don't. That's what the experiment is for. I need you to load the funnel at the back and then we can begin. Was? Was soll ich machen? Was für ein Trichter? Das hier? Okay. Oh mein Gott! You put a stop to this nonsense right now! Snobbington! Here to sabotage my career again! Sabotage? I'm trying to save your life! Nonsense. If my hypothesis is correct, I will be perfectly fine and I will have advanced medical knowledge by a century. And if you're wrong, you'll be headless. Even after everything you've done, I still Aww. Care about you, Floofty. Don't try to infect me with your cowardice. What you should care about is my work. That is what is truly important. You are important. Despite your rampaging ego, the world will go on with or without your experiments. I would think you at least would understand. Instead, you insist on being a selfish, spineless, slack-jawed baby. Beef. This is why nobody wants to help you. Oh, oh, evil Blick. Alter, was ist denn bei dir kaputt, Fluffy?